Tor 1:0 für den HC Lugano. Vierte Spielminute. Und da löst sein Versprechen bereits ein, auch wenn Stefan Eichmann. Bükow. Also da hat Lugano der ersten Chance das Tor gemacht und hier der Ausgleich. Rossi, fünfte Spielminute. Lapierre, so langsam staut sich da wieder was auf. Hoffmann, guter Schuss und die Scheibe drin von Lajunen. 2:2 Führung für Lugano. Das ist aber kein Torjubel, sondern Hoffmann. Hier wie von der Tarantel gestochen. Vor Sanguinetti, Conti, abgelenkt, 3:2 für Lugano.